Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge. Es ist windig wie Sau, weil wir auf der Brücke stehen. Und wir müssen jetzt hier Moritz kloppen. Zumindest einen. Ich war gerade eben am Xeres Rückkehr aufnehmen und da ist mir irgendwie wieder aufgefallen. Also irgendwie ist bei der Juran-Mod, ich weiß nicht, ob es an dem Texturenpaket liegt, das ich momentan benutze. Aber da habe ich nicht das Gefühl, aber irgendwie läuft Juran viel flüssiger. Und da ist auch mit weniger Abstürzen zu rechnen. Woran das genau liegt im Detail, kann ich leider nicht sagen. Ich würde einfach mal kurz sagen, dass es mir auffiel. Und da wieder ein paar neue Gegner. Wunderbar. Mit unserem krummen Schwert. Ich hoffe wirklich, dass wir das irgendwie aufbessern können. Eigentlich eine recht solide Anfangswaffe. Ja, jetzt kann auch schon gerne dein Kollege vorbeikommen, das interessiert mich doch nicht. Ja, jetzt vielleicht doch. Nein, der andere. Ja, genau, so. So passt es wiederum. So, heute gehen wir zurück in die Stadt, geben ein paar Quests ab, waren ja beim Bauernhof, vergleichsweise erfolgreich. Haben alles geschafft, nur die Sichel haben wir nicht gefunden. Wo die nur sein mag. Ich muss ja mal jeden Stein umdrehen eigentlich. Es kann doch nicht sein, dass das hier irgendwo liegt. So, da ging es glaube ich auch irgendwo rein. Ach nee, das war die Höhle. Das war die richtig ekelhafte Höhle. Wo es ganz tief nach unten ging mit dem Belia-Schrein und so weiter und so fort. Also das ist uns noch nicht ganz geheuer. Da werden wir da mal bei Gelegenheit hin müssen. Wenn wir da einigermaßen bereit sind für. Hier ist noch eine Drecksratte. Und weg damit. So, könnte hier irgendwo eine Sichel liegen. Irgendwo. Ist zumindest mal Heilkraut und eine Feuernessel, aber das ist nicht so ganz das, was ich suche. Wie gesagt, ob Pflanzen respawnen, weiß ich nicht. Das kommt mir manchmal so vor, aber es muss nicht sein. Komm her, du Drecksvieh. Weg damit. Machen Abgang. So, oh, da kann man runterfallen. Okay, gut, dann bin ich ein bisschen vorsichtiger. Wow, das war gerade wieder ein kurzer Schreckmoment. Da wird dutzender als runter. So, ganz oben beim Ballon macht es keinen Sinn. Da muss ich auf jeden Fall ausschließen. Da wird die auf keinen. Da darf die nicht sein. Die Sichel, weil das ist nicht zwischen Stadt und Bauernhof. Auf der anderen Seite werden wir hier nirgends fündig. Also könnte es gut sein, dass es ein bisschen abseits ist. Ist es wahrscheinlich auch zwangsweise. Oder sie ist genau hier? Nein, ist sie nicht. Aber da ist eine Drecksratte. Guck mal. Scheiß viel. Also witzigerweise spawnen auch die nach. Dass hier irgendwo die Sichel ist. Also es kann halt sein, dass sie wirklich ganz ekelhaft irgendwo mitten auf dem Boden liegt, ganz offensichtlich. Ja, und ich renne hier irgendwie jeden Busch ab und immer so, ja, da muss sie doch irgendwo sein. Am Ende liegt sie einfach irgendwo auf dem Boden rum. Feuernessel. Na, gerade dahin bei den Bäumen, das wäre noch irgendwie äußerst auffällig gewesen. Oh, drei Stück wieder, okay. Nehmen wir mit. Alten Drecksviecher. Los, komm, was aufs Maul. Ein bisschen weglocken hier, damit ich hier ein bisschen die Fresse polieren kann. So, meine Freunde sind auch gleich dran. Nichts zu holen. So, da vorne ist schon der Turm, das heißt, wir sind dann wirklich bald wieder in der Stadt. Ob die Sichel vielleicht irgendwo in dem Schacht da ist? Keine Ahnung. Ich habe ja schon mal ein bisschen die Wissenschaft da dargelegt, was es mit diesen Gegenständen, also was es, wie es meistens mit denen ist. Nicht zwangsweise immer, aber meistens. Also eigentlich müsste es irgendwo hier oder da drüben in dem Waldstück sein. Das würde Sinn machen, weil der läuft ja hier lang, also rein vom Sinn, und verliert irgendwo zwischen Bauernhof und Stadt die Sichel.
Ja, wenn die da oben auf dem Baum liegt oder da hinten auf dem Stein, dann würde ich gerne wissen, was der hier treibt. Und wenn sie im Ork-Gebiet ist, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Aber das würde ich jetzt mal ausschließen dürfen. Denke ich mal. Wie gesagt, abseits der Wege eventuell. Also sprich da, wo die Harpien waren. Aber das können wir natürlich vorerst vergessen. Aber da haben wir wieder einen Wolf. Und einen Feuerwaran. Nehmen wir natürlich alles mit. Oh, das ist nicht ein Wolf. Ah. Aufhören. Das war nicht so ganz ein Wolf. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt eben. Ach komm, lass doch den dritten daheim. Oder nur einer, ja, so geht's auch. So funktioniert das. Das ist ganz interessant, ne, mit dem Respawn. Wir sind auch erst 4 Tage unterwegs, also ist es doch nicht so jede Woche, wie ich anfangs dachte. Also gut, am Anfang dachte ich, dass es einen direkt kompletten Respawn gibt nach einem Tag. Das ist aber klar ein bisschen unrealistisch, sage ich mal. Also das würde wenig Sinn machen. Nein, du kommst jetzt her. Nein, du kommst jetzt her. Hey. Ja, der andere kann mir gerne irgendwie in den Rücken beißen. Der macht ja da quasi keinen Bonusschaden, so wie das bei Xeras Rückkehr der Fall ist. Jetzt habe ich das Gefühl. Ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, bei Xeras Rückkehr gibt es wirklich mehr Schaden. Also wir machen ja auch mehr Schaden, wenn wir den Gegner von hinten treffen. Wenn wir halt von hinten getroffen werden, kriegen wir halt auch mehr ab. Aber das dürfte hier nicht der Fall sein. Auf jeden Fall, die Wölfe sind wieder tot. Wir sind ein Level aufgestiegen, haben 30 Lernpunkte. Eigentlich müssen wir wieder ein bisschen was investieren, wenn wir dann in der Stadt sind. Das ist nur ein Problem bei der ganzen Sache, und zwar, dass alles kostet. Gut, Stärke haben wir ja umsonst bekommen, ne? Ich glaube, es war der Schmied. Ne, meistens die Schmiede. Da können wir auf jeden Fall gerne noch was reinfeuern, aber da wir halt noch kein Geld besitzen, können wir uns eigentlich auch erstmal die anderen Dinge sparen, ne? Denn was bringt es uns, einen Haufen Geld rauszuschmeißen oder sagen zu wollen, dass wir Akrobatik lernen wollen, oder ja gut, ich meine, so Jägerfertigkeiten wären ganz sinnvoll. Na, da wäre ich auch dafür, das würde ich gerne lernen, aber das kostet uns glaube ich auch 250 Gold. Allein Crawlerplatten kosten uns auch so viel, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich laufe jetzt gerade hier durchs Gestrüpp in der Hoffnung, dass hier irgendwo die Sichel liegt. Aber ich werde maßlos enttäuscht. Leider. Denn hier ist leider nichts. Das ist wirklich doof. Schade. Gerade hier die paar Bäume. Das ist doch so ein guter Spot. Da kann man so gut Sachen verstecken. Wieder eine Heilpflanze. Ich glaube, ich das hier auch nachspawnen. Also die kleinen Pflanzen. Naja, okay. Hier vielleicht irgendwo in der Nähe von dem Wegweiser da, was weiß ich, irgendwo hier an dem Baum. Die Sache ist, ich nehme halt auch wieder extrem im Voraus auf. Das heißt, wenn ihr mir schreibt, ey, die Sichel ist ganz einfach, die ist hier und dort, dann bin ich dann wahrscheinlich schon bei Folge 20, bis ich das dann lesen darf. Deswegen wundert euch nicht, dass ich so viel Zeit verschwende, um die blöde Sichel zu finden. Und hier sind die Totenscavenger. Okay, gut, die ist, also hier ist er einfach nirgendwo in der Nähe. Wenn sie mitten auf dem Boden ist, dann Glückwunsch, dann beiße ich mir in den Arsch und das war's. Vielleicht hat ja auch irgendeiner dabei. Vielleicht ergibt sich das noch durch eine andere Quest. Wie gesagt, wir gehen erstmal in die Stadt und klappern das ab. Was wir abklappern müssen, mir ist übrigens mal was aufgefallen. Wir haben irgendwie gar keine Hauptquest, oder? Also meiner Meinung nach nicht so ganz. Ich klappe einfach mal nach und nach alles ab und hoffe, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich halt dann die anderen neueren Quests dann abschließen kann. Also in dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel diese Milchquest. Wir müssen jetzt 150 Gold ausgeben dafür. Die 250 Gold haben wir noch nicht. Deswegen hoffe ich, dass wir durch andere Quests einfach so viel Gold bekommen. Aber eine richtige Hauptquest haben wir irgendwie gar nicht. Ne? Der Typ, der uns am Anfang irgendwie zurecht bewiesen hatte, hatte irgendwie nicht groß was zu sagen. Bezüglich, ey,
Ne? Guck mal, hier ist eine Quest, das ist die Aufnahmequest Bürger der Stadt oder keine Ahnung. Guck mal, dass du allen Leuten hilfst. Der hat uns einfach nur gesagt, guck mal, ob du hier irgendwo dich zurechtfindest. Ja? Also die Hauptquest ist nicht vorhanden, aber sie heißt für uns, mach dich erstmal nützlich. Und das machen wir ja gerade. Das muss man sich nur immer wieder irgendwie, ne, klar machen. Nichts zu holen. Denn es gibt noch kein, also noch kein Ziel, ne, noch keine Quest, die uns sagt, ey, pass mal auf, der Bösewicht oder der Gegner, der ist klar gezeichnet, mach dich daraufhin auf den Weg irgendwie, ne, also vielleicht der Drache, der uns hierher verschleppt hat, ja. Ich erinnere mich auch noch, dass die Modifikation ziemlich cool ist. Wie gesagt, da geht es noch ziemlich heiß her und rund. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Aber der Punkt ist, wir müssen uns erstmal hier irgendwie nützlich machen. Und es wirkt ein bisschen orientierungslos, ein klein wenig, weil wir noch kein Ziel haben. Aber es ist ja auch geplant so. Denn noch sind wir ein Bauersjunge, der sich jetzt gerade ein bisschen im Kämpfen so übt. Noch können wir ja nichts, wenn wir mal so wollen, ne? Dann mal wieder pflanzen. Irgendwo dahinter, vielleicht irgendwo die Sichel auf dem Boden. Ich sehe nix. Aua, da ist eine Wand. So, jetzt mal wieder hier bei den Kollegen. Hier könnte auch, also das wäre nicht schlecht, wenn die hier irgendwo wäre, die Sichel. Aber nein, sie ist es nicht. Hey, du! Naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? So, ich... Gut, ich... Hey, du! Mach's euch ja schon ein bisschen leichter. 200 Gold, dafür kriegen wir dann, glaube ich, was kriegen wir denn von dem? Ich glaube, der kann uns dann beibringen, zu jagen. Der ist ja immer ein Jäger. So, was ich sagen wollte, ich mache ja den Ingame-Sound dann für euch sogar ein Stück leiser, wenn dieser ekelhafte Sound auftaucht. Denn er wird auftauchen, wir müssen nämlich jetzt wieder durch den Schacht nach unten. War eigentlich irgendwo eine Pflanze oder bin ich jetzt komplett deppert? Du hast doch eine, guck mal da. Feuernessel. Aber davon eigentlich schon 500? Nee, ne? Tatsache haben wir ja wieder. Wo kommen denn die 100 Heilpflanzen her? Das ist ja hammerhart. So, auf jeden Fall auf zurück zur Stadt, wie gesagt. Der Ton wird auftauchen. Bei euch ein bisschen leiser. Hey, du! Haben wir denn überhaupt 100 Bolzen dabei? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Da kriegen wir von dem irgendwie eine Quest oder. Nee, Quatsch, keine Quest. Da kann der natürlich was beibringen. Ich glaube, Armbrust schießen oder so. So. Wie gesagt, gleich ganz lauter werden. Ist auch ein bisschen dunkel, ich weiß. Aber dieser Kacksound. Wie gesagt, bei euch ist er ja schon leiser. Wenn wir dann einen Teleport zur Stadt haben, müssen wir halt hier nur noch her, wenn wir dann diesen Zombie-Schacht irgendwann aufräumen werden. Jetzt düsen wir nach unten. Ich würde mir eigentlich gerne mal Zeit nehmen, hier nach der Dingen zu suchen. Nach der Sichel. Ob die vielleicht hier irgendwo ist. Hey. Okay, wir können jetzt hier noch zwei Dinge denen irgendwie da fragen. Was ist denn das? Was bist du denn für einer? Was willst du? Wie wär's, wenn du mir die 100 Gold von DW gibst und ich brauch nicht zu einem Paladin zu gehen? Na und? Mach doch. Du hast eh keine Beweise. Drecksack. Ein Bandwurm wird dir zum Verhängnis. Du Spinner. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich weiß, dass du für Angie arbeitest. Tch, lass mich. Du hast eh keine Beweise. Okay, da sagt er wieder dasselbe. Also was jetzt soll oder nicht soll ist es, ne? Ja, Angie. Ist ja so ein Big Player oder was? Untergrundboss oder wie? Ja, ich gucke erstmal rum und stecke überall fest. So, Angier war doch der Typ, wo auch irgendwie die Frau sauer ist, ne? Weil der irgendwie, oder war Angier das, der sein
Dinge verloren hat, die Lagerhalle an Volt, oder verwechsel ich jetzt den mit irgendjemand anderem, der mit A anfängt? Das könnte natürlich sein. Jetzt habe ich wieder die Sichel nicht ausfindig machen können. So war es aber auch. Wie hießen die andere Quest hier? Gucken wir mal ganz kurz. Warum kam der Sound schon wieder? Ich bin vor der Höhle, nicht in der Höhle. Naja, was soll's. Da liegt ein Skelett. Allerdings führt das Skelett keine Sichel bei sich, deswegen ist es uninteressant. So, jetzt kommen wir hier wieder runter. Und mal schauen, was wir so abgeben können. So, für den haben wir leider noch nichts, keinen Bauplan gefunden. Hey! Bruno konnte uns Dingen hier, ne? Stärke. Genau, und Schmieden auch. Könnten wir sogar auch mal machen, mal schauen. Ich pumpe mir jetzt erstmal ein bisschen Stärke rein. Ich glaube, das Schmieden, ich weiß nicht, ob es sich lohnen könnte. Noch 10 Lernpunkte haben, aber erstmal auf 40. Aber die Sache ist jetzt halt, ich glaube, ich behalte erstmal das Schwert. Das macht zwar nur 20 Schaden. Und das hier zwar 40, aber. Aber, 20% Einhandkampf, das ist halt schon deftig, ne? So, und alle wollen Geld fürs Wissen. Weiß schon gar nicht mehr was, hey. Aber können wir dem das. Ne, können wir nicht sagen, haben wir auch keine Beweise. Klar. So, da ist Markus. Hey, du! Der hat auch nichts zu sagen. Gut, dann schauen wir mal, dass wir die restlichen Leute finden. Da ist auf jeden Fall Carbon, für den können wir eine Quest abgeben. Hallo, ich habe hier Fleisch für dich. Zeig her. Gute Arbeit. Hier etwas Gold. 100 immerhin. Das geht, das geht. Brauchst du sonst noch was? Ja, ich brauche noch was. Nachts wird es jetzt schon sehr kalt. Ach, du musst wissen, dass das mein Rücken nicht mehr so verträgt. Besorg mir doch einfach 5 Wolfsfelle. Okay, 5 Wolfsfelle will er. 5 Wölfe haben wir schon umgebracht, aber wir haben kein Geld für, ne, Jagdtrophäen entnehmen. Und genau das. Genau dafür müssen wir noch ein bisschen sammeln. Hey, du. Ein paar Lernpunkte. Und ein bisschen Gold. Und dann, glaube ich, beim Niklas war es, so hieß der doch, ne? Der Jäger da oben am Turm. So, da ist nichts drin. So, Carbon haben wir abgegeben. Was konnten wir noch abgeben? Hey, wie hieß denn der Schreiner? Der Schreiner war. Gut, dass der Name nicht dabei steht. Holz für den Schreiner. Naja. Irgendeiner wird es wohl sein. Die Quest können wir auch abgeben und die hier Dinge in der Ring von Lena. Warum die Verkleidung? So rede ich nicht mit dir. Was? Warum die Verkleidung? Was für eine Verkleidung? Trag eine Lederrüstung, was will der von mir? Das war doch schon was ist mit dem los? Hey, was für eine Verkleidung, Mann? Ist der irgendwie bescheuert? Da ist der Trias. Warte mal. Oh, ich hab da eine Frage. Mal gucken, was ich für eine Frage habe. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Warte mal. Das warte mal. Ich habe da einige Fragen. Ich habe keine Zeit. Ach so, ja gut, der weist uns einfach nur ab. Ich erzähl dir doch nichts. Ja, war Angier das hier in der Hütte? War das der? Tatsache. Vielleicht hat das was mit der wütenden Ehefrau zu tun, das Ganze. So, du veranstaltest also Spiele. Nein. Und lass mich damit in Ruhe. Warum werden wir von jedem abgewiesen? Was ist denn das hier? Auf alle Fälle. Gute Quest. Erst nochmal Leute befragen. Die Ritter in dem Turm vor der Burg oder Stadt wären eine mögliche Anlaufstelle. Okay, gut, dass wir das wissen. Aber erstmal suchen wir den Schreiner. Oder ist es der hier? Ich weiß nicht, warum der hier sein sollte. Oder ist es Maruga? Nee, Maruga ist hier der. Ja. Der Kollege, der. Uns die Einstellungen macht. Das sind nur die 4. Ach, für ihn haben wir natürlich auch die Lieferung, klar. Ich habe die Lieferung von Arkiel. Ausgezeichnet! Endlich kann ich wieder frische Waren anbieten. Hier ist deine Belohnung. 50 Gold. Naja, besser als gar nichts. Hey! Da wollte ich dich mal fragen, ob du mir mein Fleisch braten kannst. Kann ich. Werde ich auch, wenn du mich bezahlst. Wie viel? Ein Goldstück für eine Keule.
Aber komm mir nicht mit einer Keule. Die hau ich dir sonst um die Ohren. Das lohnt sich nämlich nicht. Nur in Mengen von 10, 20 und 50 Keulen. Am Arsch, das mache ich selbst. Was ist denn das hier? Was ist das hier für eine Abzocke? Als ob ich dir ein Goldstück gebe für ein Ding. Ich glaube, es hängt. Warte mal. Warum war hier der Chef, ne? Wo ist denn deine Tochter? Ich würde irgendwie gerne was loswerden. Und zwar den Ring, den die verloren hat oder Cloud bekommen hat. Naja, auf jeden Fall in der nächsten Folge würde ich sagen, werden wir den Schreiner aufsuchen. Der muss ja hier irgendwo zu finden sein. Geben die Quest noch ab und dann schauen wir, was wir noch erledigen können. Auf jeden Fall mal ein bisschen was erledigt schon mal. Das nimmt also ein bisschen Fahrt auf. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir gerade weiter. Bis dahin. Tschüss.